Also auch hier ist wieder eine typische Situation. Eine Familie insgesamt aus 5 Personen mit migrantischem Hintergrund, die seit längerer Zeit in der Wohnung lebt. Ich glaube über 10 Jahre. Dann wurde die Wohnung als Eigentumswohnung verkauft, sicherlich vorher umgewandelt. Der neue Eigentümer hat verschiedene Strategien versucht, die Mieter rauszukriegen. Mieterhöhung, die Mieter haben geklagt, man hat sich geeinigt. Dann noch 1, 2 Versuche, glaube ich. Der letzte Versuch war jetzt Eigenbedarf, da geht ja nichts drüber. Da muss ja auch der Besitzer nicht hinterher beweisen, dass wirklich jemand aus der Familie eingezogen ist. Es gibt eine Mini-Chance, nämlich es gibt irgendwie noch einen Untermietvertrag. Dem wurde nicht ausdrücklich auch informiert über die Räumung. Also es ist eine Mischung aus Protest und nochmal irgendeinem Faden des Rechts, was man da vielleicht aufnehmen könnte. Und wir sind gespannt. Hier setzt die Polizei gerade mit Gewalt
die Profitinteressen eines Eigentümers durch. Okay.